Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Hexe 2. Längere Zeit kam ja keine Folge. Ich hatte diverses zu tun gehabt, auch anderes Zeug gemacht. Aber jetzt sind wir wieder zurück in unserer altbekannten Abenteuerwelt. Und ja, Texture Pack ist immer noch schön hier. Sphex, das Xmas BD Craft. Wird auch erstmal noch so lange bleiben, solange es noch draußen noch schön schneit. Deswegen sind wir immer noch im alten Look unterwegs. Und in der Zwischenzeit habe ich ein wenig was gemacht an der Basis. Wie man hier sieht, sieht schon alles ein wenig anders aus. Hier ist jetzt der Übergang gescheit. Man kann hier schön reingucken. Man fällt nirgendwo runter. Hier kann man nach wie vor noch normal durchgehen. Hier sollte ja bei der Keller rein. Da ist aber auch nichts draus geworden. Ich glaube, das lassen wir auch einfach bleiben. Hier geht es jetzt zu einer Doppeltür, hat sich auch ein bisschen hier gewandelt, die Treppe ein bisschen anders angelegt. Hier kommen wir also auch gut hier durch, aber halt auch außen, wie eben schon gezeigt, kommen wir hier auch einfach super durch. Und hier gibt es auch einen weiteren Ausgang, also wenn wir raus wollen, müssen wir nicht den blöden Umweg hier und einmal rum, wenn wir mal in diese Richtung reisen wollen oder abspringen wollen. Hier oben hin genau. Sonst müsste man auch eine Etage höher gehen, theoretisch. Das ist jetzt auch alles ein bisschen einfacher. Wir kommen einfach dann hier ganz easy durch. Ja, das hat sich ein bisschen getan. Und was wir auf jeden Fall machen wollen, ist hier das Ganze, ach du Scheiße, ein wenig dezimieren. Denn fast jeder Platz ist hier belegt mit einer Rüstung. Und ja, da müssen wir einfach gegen vorgehen. Das ist die Frage, wie wir es auf lange Sicht machen. Auf kurze Sicht würde ich hier gern noch einen weiteren Rüstungsständer hinstellen. Ist die Frage, da könnt ihr auch gerne auch Feedback da lassen. Wir können den auch soweit erstmal hier hinstellen, obwohl der verdeckt da hier was. Vielleicht gehört der auch gar nicht insgesamt hier hin. Vielleicht, weil man den repariert auch selten hier. Das wäre, glaube ich, wirklich ein Fall für unten. Ich glaube, das packen wir lieber mal den Amboss unten hin. Weil hier ist es wirklich nur höchstens mal ein paar Crafting-Tische. Ansonsten macht man den ganzen verarbeitenden Kram eigentlich unten. Und hier haben wir noch einen Rüstungsständer, der frei ist. Da hatte ich mir überlegt, wir nehmen irgendwas mal von dieser... Ja, irgendwas Blaues auf jeden Fall. Je nachdem, wie die sich macht. Das sind Inquisition. Ja, da haben wir auch schon ein bisschen was von. Das stimmt wohl. Die sieht bestimmt auch gut aus. Eine komplette Inquisition. Die sieht halt echt wirklich super aus. Dann haben wir noch Krokoschiefel, diese blöden... Die Horn, zwei Farben, die pushen richtig gut, ey. Dann haben wir auch die... Die Königskrone, die haben wir auch noch. Diese Dagger wollten wir mal ausprobieren. Auf jeden Fall ist es echt viel. Manches müssen wir auch unbedingt mal einschmelzen. Hier Eisenschwerter, ja gut, die sind aufgebraucht. Also die sind schon ein bisschen benutzt. Das sind die Greatswords. Ja, die fallen da auch raus. Hier brauchen wir auf jeden Fall irgendwie mal eine gescheite Lösung. Und sehr nostalgische Musik übrigens. Ah, ich glaube nicht, dass ihr da... auch so viel Nostalgie verbindet. Ach du Scheiße. Das ist natürlich sexy. Die sehen echt gut aus. Nee, die Musik hat mich schon zu frühesten Minecraft-Zeiten begleitet. Deswegen ist es bei mir noch eine ganz besondere Sache. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es aus dem Let's Play, wenn ihr schon alte Hasen seid. Oder die meisten sind ja doch Hexe durch neu dazugekommen. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, zu Inquisition, das müssten wir uns mal ins Auge fassen, dass wir das noch handeln in der Taverne. Dass wir da noch die letzte Rüstung hinbekommen. Da müsste ich mir mal die Trades genau anschauen. Das wäre eine Idee, da haben wir nämlich auch die komplette Rüstung. Das macht es mir sehr gut, denn wir wollen die auch komplett ausstellen. Richtige, fertige Sets sozusagen. Das ist die Frage, ob wir sowas überhaupt behalten. Ich glaube, die werden wir mal in die ewigen Jagdgründe schicken. King Crown can be one on its own or combined with a helmet. Either way you look as regular as you always felt. Oh ja, es ist halt wirklich... Oh, die Krone auf der Mütze sieht natürlich besonders gut aus. Ja, die wird natürlich auch irgendwo ausgestellt. Vielleicht kriegen wir das gerade noch hin, obwohl, ja, eine volle Rüstung kriegen wir, glaube ich, mit keinem Rüstungsset so wirklich hin. Ja gut, hier bei den Turtles wird es wirklich knapp. Da haben wir schon Helm, Chestplate und die Stiefel. Da fehlt halt echt nur noch eine grüne Hose. Das wäre es eigentlich fast schon wert. Wir machen uns mal den Armor-Stand. Oh ja, Horse-Armor, ja stimmt, die gibt's auch. Placeable Items wurde hier drauf, was? Dafür aber doch ziemlich wenig eingesetzt tatsächlich. Stone Slab, wunderbar, genau, das ist ja das Einzige, was wir brauchen. Und irgendwelche Stücke. Nehmen wir ruhig die Tiger-Sticks und die, wir werden ja wohl alle einsetzen können. Reicht die Tiger-Sticks, wir machen direkt 6. Mhm, perfekt. Ja, packen wir so nur einen hin.
Und denke ich mal, dann wird's was aus den Tortoise Shell. Nehmen wir auch noch hier. Echt super genial. Das macht bestimmt auch was her. Sehr schön, die Boots. Und ja, gut. Reicht wahrscheinlich dann nicht. Ne, die Skates, die wir haben, die sind auch nicht hier. Die sind, glaube ich, beim Loot untergekommen. Was haben wir hier? Wir haben hier Tortoise Infantry. Perfekt. Ja, gut. Der wandert natürlich noch ein bisschen woanders hin. Das, ja, ich hätte mal geplant, das hier weitergehen zu lassen. Also einfach wirklich weiter hier in die Richtung auszubauen. Wenn wir aber hier so gucken, so viel in den Osten gibt es jetzt hier nicht mehr an Platz. Sieht man vor allem in der Minimap oben. Wird natürlich ein bisschen funktionieren. Müssen wir schauen, wie das einfach sich anbietet. Den Raum würde ich dann entsprechend vorbereiten. Und vielleicht auch schon so ein bisschen umsortieren, was wir nehmen können und was nicht. Alles klar, nee, da sollten eigentlich schon die Sachen doch soweit passen. Da haben wir so ein bisschen mal das Organisatorische abgeklärt. Und was wir noch machen wollten in dieser Zwischenfolge sozusagen, ist schon mal den ersten Schritt in den Twilight Forest zu wagen. Wird wahrscheinlich auch gespoilert werden im Folgentitel. Dazu brauchen wir natürlich einen Diamanten. Und mit Wasser, gut, mit den einen Wassereimer kommen wir zurecht. Und wir brauchen ein paar Pflanzen. Nee, es wird auf jeden Fall mal wirklich Zeit, auch mal einen Schritt in den Twilight Forest zu wagen. Poppies und der Rest mit Dandelions, das passt perfekt. Mit der besten Piratenmusik kommen wir schon mal in die richtige Richtung. Jetzt ist die Frage, wollen wir das hier oben haben? Ich glaube nicht wirklich. Das wird auch so eine Geschichte für unten. Da müssen wir ja eh noch hin. Vielleicht hier unten irgendwo? Können wir das gescheit irgendwo einbringen? Na, ich glaube, ganz nett wird sich das vielleicht hier machen. Genau, das ist hier so in der Schmitzereinähe, aber trotzdem so ein bisschen unabhängig von allem. Das bietet sich doch an. Da würde ich sagen, tun wir den Amboss auch erstmal, ja, irgendwo hin in die Nähe. Obwohl, hier drin ist ja noch Platz, ne? Das wird ja dem keinen Abbruch tun. Zack, kommt er erstmal hier hin. Wunderbar. Ah, machen wir mal hier hin, machen wir hier hin. Genau, hier mit zu. Und packen hier erstmal das Wasser rein. So, die Wasserquelle haben wir schon mal, also können wir hier uns wieder direkt bedienen. Dann nehmen wir erstmal die drei Poppies, obwohl, alle. Wie viele brauchen wir denn? Okay, vielleicht hast du von jedem so ein bisschen was übrig, genau. Perfekt, und ein Diamanten, hui! Tada, schön. Ja, Twilight Forest. Wer das noch nicht wusste, so baut man sich übrigens das Portal zum Twilight Forest. Obwohl, das ist jetzt echt ein sehr, sehr alter Hut. Aber es gibt welche, die spielen mit Mods erst relativ seit einer kurzen Zeit. Für die mag das vielleicht noch hilfreich sein. Aber die Mod an sich, die ist natürlich schon ziemlich alt. Also für die meisten natürlich keine Überraschung mehr. Aber gut, da haben wir unser tolles Portal. Können wir schon mal direkt hier dokumentarisch festhalten. Ja, und an sich sind wir ja OP, wie immer ausgestattet. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal auf den ernstzunehmenden Modus und... Und da sind wir. Und wir müssen uns unbedingt das Portal markieren. Holy shit. Perfekt. Sehr, sehr wichtig. Sonst finden wir nie wieder zurück. Ja, und da schauen wir uns einfach mal ein bisschen die Gegend an. Sieht echt interessant aus mit dem Winterpack. Oh ja, Big Horn Chief. Ach du Scheiße, ja, Twilight Forest. Ich weiß nicht, wie lange ich hier nicht mehr drin war. Holy shit. Das letzte Mal war auf jeden Fall zur 1.7 Zeiten. Und da auch noch nicht mal wirklich gespielt. Ich habe den Twilight Forest tatsächlich das letzte Mal gespielt. Da gab es noch nicht die richtige Reihenfolge, wie man die Dungeons machen musste. Da hat man quasi noch freies Spiel gehabt. Da konnte man in jeglicher Reihenfolge das machen, wie es einem lustig war. Jetzt müssen wir also eine gewisse Reihenfolge einhalten. Ich weiß gar nicht, ob man es in den Achievements auch sieht. Minecraft Twilight Forest, genau. Genau, wir können jetzt alles Mögliche machen. Eat all of the food exclusive to the Twilight Forest. Okay, das ist auch noch ein Achievement. Genau, die Goblins, die waren immer so schön bescheuert. Ich freue mich schon auf die. Okay, wir müssen alles sammeln. 94 Items, holy shit. Okay, ein paar Sachen, ein paar Tiere jagen. Das ist easy erreicht. Questing Ram, ja genau. Da gibt es ja so einen Schafbock, der einem dann quasi eine Aufgabe erteilt. Man muss mit dem Item sammeln. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das ist auch noch ein altes Feature. Eine Spinne in einem Labyrinth besiegen. Alles so lustige Quests, die man sich erstmal so angucken kann. Hier das Bicker und Schieb, das lassen wir noch am Leben. Die Raben sind relativ praktisch. Man kann sich da auch so eine Schatzkarte machen. Die Map. Ui, die sind mal groß hier.
Blank Maze Map, Blank Magic Map, genau, das sind so diese Geschichten. Diese Karten sind eigentlich so wie Minecraft-Karten aufgebaut, nur zeigen die einem an, wo sich Schätze befinden. Okay, die Orb ist echt riesig, warum kann die so riesig sein? Es ist abnormal. Maze, genau, hier ist klar für Dungeons und Magic für andere Dungeons. Müssen wir mal gucken, was die alle so können. Magic und Maze, genau. Deswegen, wir schauen erstmal so, was es hier gibt. Wir müssen auch unbedingt Andenken mitnehmen. Diese blöden Fireflies, die sind so albern. Beziehungsweise, die machen ja keine Geräusche, genau. Das waren ja nur Glühwürmchen. Aber eine nette Beleuchtung. Deswegen nehmen wir die mit. Was ist das? Achso, ist nur ein Pilz, okay. Einen Canopy. Nehmen wir mal. Oh ja, und die neue Modifikation ist ja hier drauf. HT Street Shop. Oh ja, kommt direkt noch ein Glühwürmchen mit runter. Genau, das ist schon mal was, um uns bei dem Achievement zu helfen. Da können wir uns ein bisschen an den Achievements, wie gesagt, orientieren. Jo, da gehen wir nämlich einfach mal durch die Landschaft und schauen mal, was wir so finden werden. Mal sehen, ob hier irgendwo der Nebel kommt oder ob das hier sogar ausgeschaltet wurde in dem Pack. Ich lasse mich da auf jeden Fall sehr gern überraschen. Oh, hier ist es vielleicht ein... Genau, ein Horn schiebt zu viel. Können wir ruhig abschlachten. The Silence of the Forest. Genau, da haben wir das schon. Spielt jetzt keine Rolle. Welches Tier? Oh ja, Chrono Trigger. Main Theme. Ui. Hier können wir wahrscheinlich noch nicht rein. Ist aber ein lustiger Effekt, den kenne ich so gar nicht. Ich kenne nur diesen dunklen Nebel. Das sieht mir ganz... Oh. Ja, das sieht mir ganz danach aus... Ui, was bedient ihr denn? Kobold! Wo kamst du denn her? Hat er ein Buch gedroppt? Hab bestimmt selbst geschrieben. Ja, nee, ich glaube, hier sagt es mir, hier sollen wir nicht hingehen. Dann gehen wir erstmal in eine andere Richtung. Ja, genau, die blöden Viecher. Die Zikade. So bescheuert, die macht so viel Lärm. Oh ja, und dich brauchen wir. Ah, der hat nichts gedroppt. Schade. Schade, schade, schade. Ich habe nicht noch reingehört. Die brauchen natürlich für ihre Federn. Wenn wir so einen mal sehen. Oh ja. Ich glaube, die machen mittlerweile andere Geräusche. Voll traurig. Ja, die hatten damals echt nervtötende Geräusche. Richtig schön laut waren die. Aber ich glaube, die wurden auch geändert. Die wurden trotzdem als... Oh, ei, ei. Oh, schön. Richtig schön derpy hier, ey. Genial. Okay, das können wir auch noch mitnehmen hier. Slap. Raw Venison, immer sehr gut. Oh, hier ist noch ein Rabe, wunderbar. Forest Raven. Ey, komm. Nein. Du Arsch. Er widersetzt sich. Aber da haben wir eine Rabenfeder. Sehr, das ist auch als Feder verwendbar, aber das sollte man definitiv nicht machen. Ja, das ist alles hier Federersatz. Letterbunting. Ach du Scheiße. Nee, es wird natürlich sowas draus werden. Magic Map Focus. Torchberries, die brauchen wir auch. Ich meine, ich hätte irgendwo schon Torchberries abhängen sehen. Oh, noch ein Rabe. Immer schön draufhämmern, obwohl man die Feder auch selten kriegt. Können wir hier gucken, ob wir irgendwo die Torchberries haben. Die sind halt solche Höhlendeko sozusagen. Zinnerz, genau, da haben wir welche. Torchberries, sehr schön. Dann gönnen wir uns auch mal welche davon. Beziehungsweise eins erstmal. Nehmen wir hier noch mit. Genau. Super easy. Ja. Kobold, was ist mit dir? Woher kommen die? Sind die nicht Teil von dem Dungeon? Wo ist er hin? Ah, da. So albern. Ich dachte, die wären mal Teil von dem Dungeon oder sind das normale Monster, die hier spawnen? Kommen die hier irgendwo her? Ganz schön viele. Gute. Crabgrass, okay. Ich höre sie überall. Ui. Und da hat er uns... Alter, da hat er dazu beigetragen, dass all unsere Rüstung sich mit einem Schlag gelevelt hat. Was ist mit euch? Ihr seid überall. Das ist verrückt. Dann... Die droppen aber auch alles mögliche an Zeug. So ganz random Zeug. So, dann sind wir jetzt so halbwegs wieder draußen. Ich habe immer noch irgendwelche Kobolde überall. So, und wieder raus. Sehr schön.
Ja, wenn ihr auf jeden Fall Tipps habt für Trial Force insgesamt, vor allem die neuen Versionen jetzt, also als 12 zähle ich jetzt mal nur als neu, dann gerne die Kommentare damit, weil, wie gesagt, mein Wissen, holy shit, mein Wissen über Trial Force ist ein wenig eingerostet. Und hier schneit's richtig, what the fuck, was ist denn hier los? Oh, wer bist du denn? Yeti, du siehst ja abgespackt aus, oh. Arctic Fur, du Penner. Notes on an Icy Cave. Ist das vom Third Forest oder ist das wieder eine andere Mod? Wieso so lahm hier, Frosted? Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Was sind das für ein Biom? Aber eine Hexbiskus. Hier sind überall Yetis. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Jo, was ist denn hier los? Nee, das Biom ist mir echt unbekannt. Jo. Wollt ihr mich gerade grabbeln? Ich glaube, der wollte mich gerade grabbeln. Burger. 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 Na du. Oh. Oh. Der wirft wirklich. Er wirft wirklich. Sind die bescheuert? Und die sehen ja maximal affig aus in dem Texture-Pack. Arctic Fur. Noch nie gehört, aber erstmal hier in Skua. Jetzt mal schauen, was man daraus alles machen kann. Arctic, oh, die sollten wir uns wahrscheinlich wirklich machen für die, für das Biom hier. Na, Kobold? Kotbold? Die haben alle ein Buch. Icy Cave. Hier, vielleicht ist das ja wirklich Beschreibung für den Dungeon. Lore-mäßig. In Explorer's Notebook, not on by Monsters. Wie doof. Die haben das also sollen das wohl lore-mäßig, einem Abenteurer abgenommen haben. I have begun examining the strange aura surrounding this tower. The bricks of the tower are protected by a curse. Curse Forge hoffentlich nicht. Stronger than any I've seen before. The magic from the curse.com is boiling off into the surrounding area. Ja, das haben wir gesehen, das mit den grünen, diese grüne Absperrung sozusagen. Diese Aura. In my homeland I would have many options for dealing with this magic, but here my supplies are limited. I shall have to research. A breakthrough. In my journeys I sighted a huge snake-like monster in a decorated courtyard. Nearby I picked up a worn-down, discarded green scale. The magic in the scale seems to have the curse-breaking properties I need, but the magic is too dim. I may need to acquire a fresher specimen. Du kleiner Penner. Bude? Okay, die droppen ordentlich Shit. Und gut, das sagt schon mal drüber was drüber aus. The Blizzard, okay, jetzt geht's hier über dieses Biom. The Blizzard surrounding these snowlands is unceasing. This is no ordinary snowfall. This is a magical phenomenon. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. I will have to conduct experiments to find what is capable of causing such an effect. The curse seems to be of a type too powerful for one being alone to produce. Several wizards working in combination would be necessary. If one of the wizards stopped contributing, the blizzard would come. Strangely, my divinations do not show signs of any nearby living wizards. I did see something interesting in one of the nearby pointy roof towers, though. Ja, okay. Dann, Mist, ich kann jetzt nicht mehr stacken. Das ist natürlich ein Eigentor. Gut, da kommt die Luggage jetzt hier zum Tragen. Oh, hier ist Terraria. Ja. Mist, falsches Spiel geöffnet. Alter, du kleiner... Aha, dass man hier nicht mit Escape, mit E rauskommt. Ihr Penner. Das hier ist das Pokémon Center. Sehr schön. Wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt die zwei wichtigen Sachen rausgefunden. Das heißt also, die Pointy Towers sind halt diese Wizard Towers, wo die oder Lich, wie auch immer der hieß. Da sind halt die Zauberer drin mit den vielen Bildern. Alter, hier wird nicht geworfen. Unhöflich hier. Und ja, um dazu zu kommen, was ja auch in einem anderen Buch stand, muss man erst, ja, was nehmen wir hier? Oben müssen wir zuerst den Naga besiegen. Genau, das war nämlich damals auch so das eins der ersten Sachen, die man gemacht hat. Ich finde es eigentlich ganz nett mit dieser Reihenfolge, die man machen muss. Denn dann hat man endlich mal, ja, man hat sonst immer ganz random, ist man hier durch die Welt gelaufen, hat irgendwelche Monster abgeschlachtet. Oh ja.
Und wir sind in einem Shantae-Dungeon. Ja, nicht ganz. Aber jetzt hat man ja so ein bisschen die Reihenfolge. Und insofern werden wir dann die nächste Folge auch schon mal mit den ganzen Dungeons hier beginnen. Das wäre dann einmal der Naga, was ich ja sehr hoffe, dass wir hier oben zu so einem Naga-Courtyard kommen, wie die ja heißen. Aber das werden wir alles das nächste Mal sehen. Die Folge ist mir auch schon zeitlich fortgeschritten. Ich hoffe, es hat euch wieder gefreut, dass es mal wieder eine Hexenfolge gab. Ist bei mir jetzt echt schwierig, weil die Arbeit auch wieder losgeht, das zeitlich hinzubekommen. Schokobos, auch hier. Warum nicht? Aber ich werde mein Bestes geben, das halbwegs regelmäßig zu bringen. Werdet ihr einfach sehen, wenn eine Folge kommt. Da kommt eine. Hier haben wir auch, Alter. Wir müssen auch dringend mal die Hexenrüstung machen. Auch mal komplett und die dann ausstellen. Okay, wir schauen mal gerade noch kurz als Sneak Peek, bevor wir die Folge beenden. Aber das sieht mir doch fast nach so einem Naga-Ding aus, ja. Also dieser Naga-Stone, der ist ja schon von Weitem zu erkennen. Den gab es ja auch von Chisel. Da konnte man Stonebricks auch mal in Naga-Stone oder ähnlich verwandeln, genau. Der Naga-Stone ist hier unverkennbar. Das weckt echt alte Erinnerungen. Holy shit, nee, Total Force habe ich echt ganz lang nicht mehr gespielt, genau. Perfekt. Nee, da bin ich mal gespannt, wie sich der Bosskampf jetzt... Vielleicht hat er sich auch geändert. Ich lasse echt alles mal auf mich zukommen. Ich habe mich auch wirklich nicht spoilern lassen. Habe ich auch echt wirklich Total Force komplett die letzten Jahre echt super ausgeblendet. Deswegen, ich bin gespannt, was wir hier nächstes Mal erleben werden beim Naga. Und dann würde ich mich fürs Zuschauen bedanken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.